Mein Europatourentag in Magdeburg begann mit einem Gespräch mit dem Oberbürgermeister Lutz Trümper zum Thema kommunal- und europapolitische Fragen. Anschließend besuchte ich mit dem Stadtrat und Landtagsabgeordneten Falke Grube eine Kita-Einweihung bei den Johannitern, die exemplarisch für 4 Kita stand, einem Kita-Projekt der Stadt, was Antwort gibt auf die dringend notwendigen Kita-Plätze in der Stadt. Anschließend hatte ich ein Interview bei der Volksstimme in Magdeburg und war dann erneut mit Falke Grube bei einem mobilen Beratungszentrum für Menschen mit europäischem Hintergrund, die hier in Sachsen-Anhalt arbeiten und auch beraten werden bei schlechten Arbeitsbedingungen. Anschließend war ich bei der Industrie- und Handelskammer. Dort gab es das 10-jährige Jubiläum von Enterprise Europe Network. Und dort war ich Referent und dann eine Stunde Diskutant zum Thema europapolitische, aber auch Wirtschaftsfragen zusammen mit Staatssekretär Ude, aber auch mit Frau Berger von der Industrie- und Handelskammer. Ein rundum spannender und interessanter Tag. Verfolgen Sie meine Tour weiter auf meinen Social-Media-Kanälen Instagram, Twitter und Facebook. Tschüss!